Wir kommen zurück zu Fallout 4, hier in der Disaster Area. Und wir stehen hier schon bereit an der Armor Workbench. Denn da wir die letzten paar Level ja auch Blacksmith gemacht haben und ich das total vergessen habe, können wir an unsere Rüstung hier ein bisschen rumwerkeln. Denn inzwischen haben wir auch wieder Adhesive, sodass wir unsere Rüstung jetzt richtig schön aufmotzen können. Besonders toll ist es, dass wir jetzt Deep Pocketed machen können, sodass wir dann noch viel mehr Kram mit uns schleppen können. Und da es kaum was anderes gibt, was sich lohnen würde, als vielleicht hier Radiation Damage, halt mehr Radiation Resist oder hier dieses Stabilize auch nicht so schlecht, aber auch nicht so gut, dann nehmen wir lieber Deep Pocketed und können dann richtig, richtig viel mit uns rumschleppen. So, das hier haben wir zum Beispiel noch überhaupt nicht verbessert. Brotherhood of Steel ist kostenlos und macht Strahlungsresistenz. Ansonsten würde das auch nur auf 14 hochgehen. Dann machen wir doch lieber das. Das kostet ja nichts, ne? So, hier machen wir natürlich wieder Deep-Pocketed. Ich brauche tiefe Taschen. Ich muss viel, viel schleppen. So, hier können wir Cheated Lining machen. Yes. Und damit ist unsere... Achso, jetzt ist das noch ganz unten gerutscht. Ich dachte gerade, hä, haben wir jetzt schon alles fertig? Nee, unseren Helm können wir auch noch verbessern. Und zwar deutlich. Und das gleiche können wir dann auch noch hier mit dem Kram machen. Studded Leather ist schon das Beste. Okay, ist schon deep-pocketed. Hier müsste dann das gleiche sein. Aber das ist noch nicht deep-pocketed. Das muss sich ändern. Da fehlt uns aber jetzt doch tatsächlich ein einziges Adresse für. Das ist ja scheiße. Aber hier Studded können wir noch machen. Mehr Resistenz für alle. Und ja, die Pocketed können wir hier auch nicht machen. Ich mache jetzt bestimmt nicht Pocketed, wenn ich die Pocketed machen könnte. Da spare ich mir das Adresse lieber, bis ich das machen kann. So. Vom Aussehen her hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Außer vielleicht an dem Metalldingens hier, da müsste jetzt eigentlich speziell der Brotherhood of Steel Lackierung sein, auch wenn ich davon nicht sehen kann, aber macht ja auch nichts. So, die ganzen Mods, die wir gemacht haben, können wir jetzt mal kurz hier reinlegen. So, somit die Ustafös. Und jetzt gehen wir noch kurz nach Sunshine Tidings Coop. Denn wir haben inzwischen wieder ein bisschen Korn gefunden, habe ich gesehen. Und ich habe diesmal ist auch was übrig geblieben, sodass wir jetzt Korn anbauen werden. Und hoffentlich können wir dann so eine kleine Kornplantage anlegen, damit wir immer schön Vegetable Stark machen können. Woraus man immer 5 Adesse pro Portion gewinnt. Und so viel braucht man nicht. Braucht halt nur Tatus, Mudfruit, Purified Water zusammen mit dem Korn. Das Korn ist das, was uns fehlt und von allem anderen haben wir massig. Mit dem Purified Water könnte es sein, dass es uns schnell ausgeht, aber man kann ja auch immer einfach die Purifier anchecken. Die haben eigentlich auch immer Purified Water zur Verfügung. So, hier waren die ganzen Pumpen. Und hier können wir dann irgendwo... Oh, da habe ich irgendwie angelabert, aber es ist sofort gecancelt. Das ist doof. Ach, ich habe jetzt mal wieder überhaupt keine Kleidung hier mitgebracht. Hier fliegt schon wieder irgendwo so ein Vertibird durch die Gegend, da hinten. Wehe, ihr stürzt hier in mein schönes Settlement. Dann gibt's aber auf die Fresse. Ich kann mir hier hinten das machen. Hier ist so ein bisschen Platz. So, hoffentlich habe ich jetzt wirklich auch Korn. Hab mich jetzt nicht vertan. Das wäre sonst scheiße. Karotte. Yes! Korn! Was nehmen wir denn hier? So ein Dings oder hier so eine große? Was ist da sonst noch? Gibt es noch eine andere? Nee. Razor Grain habe ich auch noch. Überhaupt nicht irgendwie gefunden. Immer so eine hier. Vielleicht hier vorne so. Död. So. Die kümmern sich direkt auch noch mit darum, denn einer, der die Matschwurzel macht, der hat noch einen Slot übrig. Dann kann er sich sofort um das schöne Korn kümmern. Und sobald das hier erntebereit ist, werden wir uns das schnappen
einen Setzling direkt daneben setzen und dann werden wir hoffentlich in kürzester Zeit ganz, ganz viel Korn haben. In der Zwischenzeit statten wir einfach der Railroad einen Besuch ab und gucken mal, was die zu unserem netten Chip sagen, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Ich bin mir sicher, dass das damit auch die Railroad-Story vorantreibt und wir dann auch wieder mehr Missionen für die Railroad machen können. Hallo? Ja, ich habe auch was für den. Die. Es war eine Sie. Ich habe kurz überlegt, wer das eigentlich war. Oh ja, du hättest dabei sein sollen. Das war krass. You people are damn nosy. Nosy keeps us and you alive. I'm all for one less courser in the world, but I need to know why you killed him. That ship in his neck just looked so shiny. I couldn't help it. You have one of the ships intact? Ja, ich denke, warum wir uns die Mühe gemacht haben. Decoding a courser chip is a very delicate operation. Das glaube ich, die sind bestimmt gut protected. Fortunately, we have the right man for the job. Das ist gut. You need something? Tom, we got a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! Wie, der hat schon mal so einen gehabt? Hand over the chip. Let's see what's on it. Ja, werden wir wahrscheinlich sowieso machen, aber ich würde gern noch mehr über das Ding wissen. Those chips have more than just codes on them. Everything from how it's made to what it's made from. Tells us something about our enemy. One minor detail could mean the difference between life and death for our agents and the synths we're trying to save. Now hand it over and let's get it analyzed. Sei nicht so bossy, sonst gebe ich dir gar nicht. Aber müssen es wahrscheinlich so oder so abgeben, sonst geht das hier nicht voran. Tom, make it happen. Ja. Ja, wer du machst irgendwas falsch, Kumpel. Wer fliegt das Ding hier gleich um die Ohren? Dann nehme ich dein Terminal und steck's dir sonst wohin. What? Oh man, don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. Alright, we're still running. Ja, das sieht nach einem schwierigen Hackvorgang aus. This is gonna be. Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Oh man, we got lucky. I got you, you prostitute bastard. I got you. Software in. Come on. Show me that sweet bass note. Come on, baby. Then we got it. We got the code. Tinkertown's cooking up something. Dude, ich versuche hier. And agent, I hope that helps you as much as you've helped us. Good work. Everyone's all you've been hitting the cans way too hard. But I got my eyes open. I see. Ja, du hast einen ganz guten Job gemacht, aber ist schon irgendwie. Ich meine, guckt euch an, was hat er da auf dem Kopf? Was zur Hölle ist das? Glaubst du, bist irgendwie ein mechanisches Einhorn oder was? Aber naja, wir haben das, was wir wollten, aber ich habe da noch ein paar Fragen. Schön. Ich habe eigentlich gehofft, du hättest noch irgendwas für mich. Du willst wissen, aber Kate, meinst du, die haben noch irgendwas für uns? Die verbergen noch irgendwas. Irgendwer von denen muss doch eine Quest haben. Irgendwer. Huh? Ah, don't mind if I do. Oh, die haben ja noch eine Escape-Tunnel hier. Gut, gut. Aber ich will eigentlich... Wo ist dieser komische Typ, von dem wir anfangs immer die Quest bekommen haben? Der uns offensichtlich nicht leiden konnte. Agent Bullseye has arrived. I have a mission for you. Aha, okay. Efficiency of synth traffic flow. Odds of entire organization being compromised increase daily. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber gib mir einfach die Quest.
Okay. Yeah, yeah, just tell me what you want. Mission details commencing. Pacify the target location. Fortify okay. Position to protect current and future railroad assets. New klingt irgendwie nach so einem Settlement-Dingens. Good luck. Aber es geht. Hä? Bin ich fertig, Sunshine? Hä? Was? Ihr könnt doch nicht einfach so meinen Laden übernehmen, das geht nicht. Das ist mein Sunshine Tidings. Ja, schön. Processing Agent Bullseye. Your arrival was not calculated. Nicht? What do you mean? Warum nicht? Calculated. Temporarily unable to process verbal input. Still processing. Preliminary adjustments to statistical models complete. Commencing introduction. I was, am, and will most likely be Pam. Predictive analytic machine. Alles klar. You're just a broken machine. All systems fully functional. I provide first order approximations of the behaviors of all residents of the region designated Commonwealth. Rephrasing. I predict the future. Alles klar, also ein Roboter, der meint, der wäre ein Hellseher. Das ergibt so viel Sinn. But you didn't predict me coming. That's correct. Caution. Ja, was sagst du jetzt dazu? Life forms behave erratically, unpredictably. All output subject to an extremely high margin of error. Dann bist du ziemlich useless. Agreed. It is prudent to disregard my predictions. Alles klar. Complete. You are a rogue variable. No current or previous models predict your presence or existence. Query. Okay. What is your point of origin? Wieso willst du das wissen? Your existence. Ach so, okay. Predictive models may have an even greater degree of inaccuracy. I repeat, what is your point of origin? Ach, na gut. Vault 111. If that's what you mean. Ich meine, das wäre schon cool, wenn ihr unsere Zukunft voraussagen könnt oder so. Cryo-Vault. Believed, destroyed. Oh, was für ein Cryo-Vault, das war, da war scheiße kalt drin. Construction of new probability matrix. Rephrasing. Goodbye. Okay. Die ist echt seltsam, diese Pam. Was ist das? Ihr Terminal. Okay. Ich will jetzt eigentlich nicht daran rumspielen. Ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Aber hey, wir haben eine neue Quest, die ich haben wollte. Wo ist dieser komische Doktor-Typ hin? Ich meine, der Typ war ein Arsch und ich würde ihn nicht vermissen, aber er hatte Quest für mich. Und es ist seltsam, wenn er auf einmal weg ist. Aha. Das stimmt. Ich müsste noch überraschend viele. Wer ist Glory? Ach, die ist da. Ja, doch, an die erinnere ich mich. Dich kenne ich. Vielleicht hat die auch eine Quest für uns. Ich bin gerade Questgeil. Was crawling with bad guys. Mines and shit too. Any of that true? Or was Deacon bullshitting me again? Hell no. I'm calling Deacon a liar. Zu Recht. Please tell me you didn't go along with Deacon's in and out like a ghost crap. Das ist so lang her. Ich glaube, es war einfach Brute Force, oder? Allerdings, wir sind ja nicht einfach so da reingestimmt. Wir sind ja schon irgendwie drumherum. Ich habe keine Ahnung. True. Well, welcome to the party. After what happened to Tommy Whispers, we need another tough son of a bitch that can get shit done. Das ist gut. It's really great to be here. Nothing like living in a hole in the ground to get you in the mood to party, right? Genau. Call me Glory, the angel of death, the ass-kicking poster child of a liberated synth.
Alles klar. Kind of a mouthful, isn't it? You can call me Mr. Tech, for short. You're helping out my people. That's a start. Advice? Kiss up to Tinker Tom. He's batshit crazy, but he's got all the good stuff. Alles klar. Aber wir sind alle verrückt. That's the price of freedom, brother. You take das ist dran. Und die waren schon vor den Bomben, der Hagel, alle crazy. Hey, das kann ich dir sagen. Glad you signed on. Means I might get to take the occasional night off. Vielleicht, vielleicht. Aber wie ich sehe, hast du das schon bekommen. Also heul nicht rum. So. Die braucht ihr doch nicht, oder? Money kann man immer mitnehmen. Da habe ich keine Skrupel, die irgendwem zu klauen. Ha, aber wenn die sagt, er hat all the right stuff, all the good stuff, dann ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mal mit dem zu reden. Vielleicht hat er ja irgendwas Cooles für uns. The census sweep says you're clean. Hooray! We're bug free. Yay. Yeah, that's great. Not so fast, man. Okay, have you eaten anything out there? Because if you have, they got you. Okay. Ich esse Zeug. Food. Oh, I knew it. The Institute has these tiny microscopic robots in the food, man. And they report back. Keine Sorge, ich habe alles abgekocht. The Institute is in your blood. Oh, cool. Why is this lunatic even here? A question oft asked. Tinker is a genius when it comes to engineering, but about everything else. Okay, okay. If you really want to be safe, let me give you a little shot. Desdemona says no one has to, but it will kill those little robots. There's battery acid in that serum of yours. You can't nuke an army without raising some eggs. You ready to shoot up? Alles klar. Alles klar. Was ist da drin? Some yummy bacteria culture. And just a little bit of battery acid. But we gotta burn those babies out of you. It's a hard reboot of your system, man. Ich weiß nicht. Let them hear and see everything. Okay, okay. I hope you like your whole life being downloaded to the Institute's mainframe. Ich werde die runterladen. Also richtig. That'll really keep me up at night. It really should, man. Hey, I gotta get back to making gadgets. Don't let your guard down out there. Alles klar, Digga Tom. Wirklich bisschen eigenartig. A Raider gang has captured one of our agents. Aha. Blackbird. The twist is, we thought he was already killed at Augusta Safe House. Oh, das ist seltsam. Hope that A, Blackbird is alive, and B, he can tell us what happened to the synths held at Augusta when it fell. So she wants him to tackle this fool's errand. If Blackbird's alive, we want to bring him back. As you see fit, the dead drop has the full briefing. Raiders aren't known for keeping their captives alive. But, since you're risking your neck, good luck. Oh, vielen Dank. Weil er mir das schon gesagt hat. Witches Bild 2, yay! Wir sind wieder für den Institut unterwegs, yay! Super! Ach ja, da war was. Ich frag mich, was eigentlich passiert, wenn wir durch den Escape Tunnel gehen. Vielleicht sind wir dann sofort draußen, muss ich nicht immer jedes Mal durch die Kirche rennen. Das wäre ja was, ne? Vielleicht sollten wir aber erstmal unsere Quest hier managen. Molecular Level. Master Safe House. Butcher's Bill machen wir als nächstes. Was haben wir denn hier noch so? Ach ja, stimmt. Das sollten wir für Brotherhood of Steel machen. Die haben immer wieder irgendein Problem. Das sind Ghouls. Das ist mir ziemlich egal momentan. Ich bin mir noch sauer auf Dance. Nordhagen Beach war. Ja, kennen wir noch nicht. Also lassen wir das erstmal. Und das ist auch alles nur so nebenbei Kram.
Den, für den wir jetzt schlicht keine Zeit haben. Butcher's Bill machen wir als nächstes. Wir müssen in Hangman's Alley. Ja, gut, dass ich das schon gefunden habe. Obwohl, ja, von Diamond City aus ist auch nicht so weit weg. Dann machen wir jetzt erstmal für die Railroad weiter Quests, bevor es dann mit dem Hauptdingens weitergeht. Und ich, mein Sunshine-Teil, ich muss halt sowieso gucken. Aber ja, eigentlich haben die genug Defenses. Aber für The Mortimeria. So, jetzt müssen wir erstmal zusehen, wie wir hier wieder rauskommen. Tom needs you. Keeps bugging me about. Hä? Wie, das ist jetzt schon wieder? Was ist Tom? Dez has given me clearance to set up my atmospheric sensors. Aha. Prove that the Institute is terraforming the Commonwealth. Eat that. Oh, das tun sie. Why would the Institute? Aber warum? He goes back to the big war. Who set off the first A-bomb? The Institute did. They started the whole war to kill everyone except their own diabolical scientists. Hmm. I can't believe Dez approved this harebrained scheme. Well, I had to make the sensors multifunctional to get the op cleared. So my sensor, I call him Mila, needs to be up high, real high. Dez forced me to put some cameras and, you know, other low-tech surveillance crap on it to watch the Freedom Trail. Chuck that stuff if you need to. Okay. Like, you know, who couldn't spoof a conventional camera, right? Das stimmt. Da muss ich ihm recht geben. Tell me where to put Mila then. I got the perfect spot picked out. Set Mila up and let the juicy data pour in. Okay, hallo Mila. Ah, interessantes Maschinchen. Oh, noch eine Quest. Jetzt geht's hier richtig ab. All right. Now be careful with that gun. Real careful. What? Why, Tinker? The ammo should have some real oomph to it. Me and the boys been working on it. Tiny little package. Okay. Hell of a big kid. Is it safe? You say safe? Yeah, man. I mean, the man looks tight. Alles klar. Das. Whoa. Yeah. Terry? Where's Terry? Too much nitroglycerin. Back to the drawing board. Wait, that went wrong. Hi. Bist du okay, Alter? Always. Ja. Ihm scheint's gut zu gehen. Okay, Kate, wir gehen. Wo war das, dieser blöde Escape-Tunnel? Hier hinten, ne? Ja, da war's. Loading Screen, Loading Screen, Loading Screen. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Das gehört zur Railroad, also gucken wir es uns einfach mal an. Au, das sieht mega lecker aus. Aber es strahlt nicht, das ist schon mal gut. Hätte ich doch den anderen Weg gehen sollen. Aber es ist ein Escape-Tunnel, damit sollte man sich vielleicht vertraut machen. Vielleicht. Oh, hier ist er zu. Wo zur Hölle sind wir hier? Wo führt das hin? North End. Terminal should open this. Das ist schon offen, du Depp. Idiot. So, North End, wo sind wir denn jetzt? Also, wo genau? Wir sind im Norden, das weiß ich auch. Na, sind wir bald mal fertig? Ach ja. Ich kann es nur immer wieder in den Himmel loben, wie toll diese Ladezeiten sind. Aber so ein Riesenspiel. A price to pay. Okay. Hier ist Money, das ist toll.
sind in irgendeinem Haus am Wasser. Wahrscheinlich immer noch in Boston. Hier ist ein Chain. Aber von hier aus sollten wir eigentlich wegkommen. So, wir haben ja eigentlich nichts großartig eingesammelt, oder? Oder? Nö, nicht wirklich. Aber wiegen trotzdem 201. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz so. Au, stimmt, ich habe ja noch diesen Missile Launcher, den ich da rumschleppe. Ah, gut, deshalb sind wir so schwer. Aber vielleicht noch irgendwelche Mods da? Ne, okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erst noch mal einen kleinen Umweg zurück und liefern da den Raketenwerfer ab. Den muss ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. Ich habe ja schon einen. Ich muss keine zwei haben. Und wenn wir das erledigt haben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir für die Railroad wieder weiter Quests machen. Und ich glaube, wir suchen jetzt erstmal nach diesem Blackbird-Typen, wer auch immer das ist, und hoffen, dass er lebt und uns nicht umbringen will, sondern uns sagen kann, was da eigentlich so abging, als die Railroad auseinandergenommen worden ist in dem letzten Haku. Tja, und damit lasse ich euch jetzt alleine und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!